Wir haben hier gerade mit einem Vertreter der Botschaft Brasiliens gesprochen. Der hat uns zugesagt, unsere Forderungen bekannt zu machen und weiterzuleiten. Wir protestieren hier gegen die Polizeibrutalität in Brasilien im Zuge der Fußballweltmeisterschaft. Wir haben gehört, dass jetzt auch Militär im Land eingesetzt werden soll. Es gibt Berichte von Linken in Brasilien, dass Menschen umgebracht wurden, dass die Anzahl von ermordeten Straßenkindern zugenommen hat. Wir protestieren hier nicht nur gegen die Polizeibrutalität und Repression, sondern auch gegen die Verdrängung von Millionen von Familien. Es hat beispielsweise den Protest von 4.000 obdachlosen Familien in Itaquera gegeben, die sich gegen Mietsteigerung, gegen Verdrängung, gegen Obdachlosigkeit zur Wehr setzen. In einem reichen Land wie Brasilien, einem Land, was als kapitalistischer Schwellenstaat bezeichnet wird, in so einem Land fehlen 7 Millionen Wohnungen für die Menschen dort. Wir protestieren deshalb hier auch in Solidarität mit den Streikenden, mit den Protestierenden, mit den sozialen Bewegungen in Brasilien. Diese Fußballweltmeisterschaft kostet 8 bis 10 Millionen US-Dollar. Das ist Geld, was für Bildung, Gesundheit, Nahverkehr und auskömmliche Löhne fehlt. Und es gibt viele Menschen heute in Brasilien, die die Freude am Fußballspiel verloren haben und die sagen, wir brauchen eure Fußballweltmeisterschaft nicht. Was wir brauchen, ist Bildung, sind Wohnungen und sind höhere Löhne. Und vor allem, wir brauchen Respekt und deshalb stehen wir hier in Respekt und in Solidarität mit den Protestierenden in Brasilien. Wir protestieren gegen die brasilianische Regierung, eine Regierung, die offiziell von einer Arbeiterpartei geführt wird, von der PT, die alles andere ist als eine Arbeiterpartei, sondern die auf Arbeiter und auf Protestierende schießen lässt. Wir protestieren hier auch gegen die FIFA und gegen die Politik der FIFA, die den Fußball bis ins Letzte kommerzialisiert. Wir fordern Menschen vor Profite und wir wollen eine Fußball-Weltmeisterschaft im Interesse der Mehrheit der Menschen und nicht im Interesse einiger weniger, im Interesse des oberen 1% der Bevölkerung. Wir protestieren hier deshalb in Solidarität und deshalb nochmal unser Slogan von vorhin. Solidarität heißt Widerstand gegen die FIFA in jedem Land. Solidarität heißt Widerstand gegen die FIFA in jedem Land. Solidarität heißt Widerstand gegen die FIFA in jedem Land.